Nummer 3 hatte es zu tun mit Piotr Skierski. Er ist eigentlich die Nummer 5 bei Frickenhausen, aber auch das haben wir schon mitbekommen. Peter Nilsson wurde ja nur im Doppel eingesetzt und deshalb rutschte er als Einzelspieler nach. Der Pole, der zuletzt eine gute Vorstellung gezeigt hat bei den Swedish Open und deshalb von seinem Coach den Vorzug bekommen hat. Ausgeglichen zunächst der erste Satz bis zum 7 beide, dann aber zog er davon. Der 25-jährige Jugoslawe auf 18 zu 10 und jetzt führt er, der viermalige jugoslawische Meister, mit 19 zu 14. Aufschlag allerdings beim Polen. Beide sehr ähnlich von der Spielanlage, sehr attraktives Spiel. Schöne Ballwechsel, jetzt aber zunächst 6 Satzbälle für Grujic im ersten Durchgang. Immer wieder diese Duelle aus der Halbdistanz. Da kommen dann doch etwas längere Ballwechsel zustande, da man insgesamt etwas mehr Zeit hat, zu agieren und zu reagieren. 20-15. Der erste Satz also mit 21 zu 15 an Grujic. Die taktische Maßnahme von Helmut Hampel schien aufzugehen. Im zweiten Satz auch lange Zeit das Ganze ausgeglichen. Zwischenstand mal 10 zu 10. Jetzt aber 15-13 Führung für Skierski. Toller Ballwechsel, 15-14. Klein wenig Glück auch dabei. Das wird toll reagiert. Da hatte Skierski den Punkt ein klein wenig, so hatte man den Eindruck, zu früh abgehakt. Ein Aufschlagrecht bei Grujic. Er hatte am Anfang etwas Probleme, sich auf die harte Bundesliga einzustellen. Aber inzwischen ein fester Punktelieferant, Bestandteil bei Gönner. Nach längerer Zeit im zweiten Satz die erste Führung. Skierski jetzt natürlich unzufrieden. Er hatte eigentlich Vorteile im zweiten Durchgang. Aber die sind verspielt und bei den letzten Ballwechseln wirkte er dann auch ein klein wenig unsicher. Hier natürlich ganz genau das Gegenteil. Da riskiert er nochmal alles, das ist sein Spiel. Auf Sicherheit darf man auch bei diesem Spielstand in dieser Eliteklasse nicht gehen. Ganz gefährlicher Rückschlag. Den Spin, den Schnitt vom Aufschlag zurückgegeben. Und der Fehler von Grujic. Vorbereitet, auf sicher gespielt mit der Rückhand und dann der Schuss mit der Vorhand. Wusste natürlich bei Gönnern, Grujic konnte mit einem Sieg hier für eine kleine Vorentscheidung sorgen. Dementsprechend groß der Druck, der auf den Schultern oder auf dem Schläger von Piotr Skierski lag. Bei einigen Ballwechseln, gerade in dieser Schlussphase, merkte man es dem 26-jährigen Polen doch an. Wenn er die Vorhand einsetzen konnte, dann war er gefährlich. Piotr Skierski
19. Wieder ein klein wenig zu verhalten und der Matchball für Grujic, der natürlich den kleinen psychologischen Vorteil hatte, den ersten Satz gewonnen zu haben. Er hätte sich hier einen Verlust des zweiten Durchgangs leisten können. Skierski eben nicht. Der wichtige Punkt für Grujic, der vierte für Gönnern. Alles lief nach Plan für Helmut Hampel und seine Mann. Tolle Leistung, auch wenn es im zweiten sehr eng und auch glücklich war. Den Grundstein zum Erfolg hat er im ersten Durchgang gelegt. Bobo, wie sie ihn nennen. Er brachte seine Mannschaft also zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung. Dann aber das 4:2 durch Xiu Jiangxin gegen Xiu Chenkai, bevor es zu den Spitzeneinzeln kam.